Hi Leute, auch in Staffel 4 geht es wieder rund. Mit großer Lust und Freude geht es ans Bauen und Planen, bis alle Züge pünktlich von Stadt zu Stadt fahren. Mit Like, Abo, Kommentar wird das nächste Cube Game Adventure wieder wahr. So, herzlich willkommen zur 12. Folge der 4. Staffel. Jo, hier ist unser Doppelstockzug von Bombardier. Jo, von der SBB gekauft. Den haben wir bei uns zwischen Staffelberg und Hennigsdorf zu fahren. Wir hüpfen hier gleich mal rein. Da ist schon Kollege Nummer 2. Ja, ich gehe mal davon aus, dass hier noch relativ dicht beieinander sind alle. Aber das wird sich im Laufe der Zeit, wird sich das dann ja irgendwie in einer oder anderen Art, werden die sich auseinander addieren. Sie werden dann definitiv mehr Zeit brauchen oder größere Abstände haben, weil wir auch stückweise hier gemeinsame Gleise mit anderen Zügen nutzen. Und von daher werden sich da schon Pausen ergeben. Ich kann dann ja nochmal so zwischendurch hier den einen oder anderen ein bisschen abbremsen, dass wir doch einen größeren Abstand gewinnen. Vielleicht den letzten Zug, dass wir den einfach mal anhalten. Ist vielleicht nicht verkehrt. Werden wir mal gleich machen, bevor wir das vergessen. Wir behalten den mal hier im Auge. Die Fahrt ist jetzt nichts, wie soll ich sagen, nichts Außergewöhnliches. Wir bremsen dich einmal ab. Zack, wir schieben dich mal hier hin. Schnappen wir uns mal den Kollegen. Dich lassen wir noch ein bisschen fahren. Und dann werden wir auch dich immer kurz abbremsen. So, dann nehmen wir immer wieder im Cockpit Platz. Jo, hier hinten die Güterzüge sehen wir hier am Horizont auf der linken Seite. Hier ist ein schöner Bahnhof auf der rechten Seite, den wir ja nicht ansteuern, sondern wir fahren vorbei. Das machen wir bei allen Güterbahnhöfen hier, damit wir da uns nicht gegenseitig behindern. Oh, hier oben schöner Tankwagenzug, Güterzug, nur Tankwagen, Öl, Treibstoff oder was auch immer da geladen ist. So, hier sortieren wir uns mal mit 186 km/h ein. Hier kommt der Kollege Güterzug. Zack. Der kann jetzt natürlich auch hier durchfahren. Von daher alles gut. So, dann geht's hier auch wieder an dem Güterbahnhof vorbei. Da wird fleißig ein- und ausgeladen. Ja, hätten wir das nicht, dann müssten wir hier wahrscheinlich warten auf die Züge, wenn die beladen, entladen sind. Und das würde ja unseren Fahrplan, Personenfahrplan hier durcheinander bringen für Personenzüge. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass wir jedoch das eine oder andere Mal anhalten werden, um den Güterzug Vorfahrt zu gewähren, weil er eben früher am Signal war. Hier auf der rechten Seite sehen wir noch Hennigsdorf. Zack, ist leider hinterm Berg verschwunden jetzt. Jo, können wir mal so mitfahren, dann sehen wir es auch gleich wieder, wenn wir da sind. So, ich würde mal sagen, bevor hier irgendwas anderes anbrennt, werden wir dich hier auch mal wieder auf die Reise schicken. Zack. Du bleibst hier nochmal einen Moment stehen. Wir hüpfen hier mal rein. Oh, ja, genau das, was ich gerade angesprochen habe. Dass wir den einen oder anderen Güterzug mal Vorrang gebieten, ist gerade eingetreten. Wir müssen hier einen kleinen Moment warten, bis der Abschnitt wieder frei ist. Das ist genau jetzt. Und von daher wird sich das hier immer mal so ergeben, dass die Züge hier warten müssen. Aber das ist halt nicht von Dauer. Alles gut. So, dann biegen wir hier ab. Das ist wieder unser eigenes Gleis. Im
in Richtung Henningsdorf, Personenbahnhof. Ui, was steht denn da für den Namen? Steht noch ein Rangiersignal. Achso, das war ja ein Rangiergleis, genau. Gut, da müsste ich dann vielleicht nochmal ordentliche Signale. Auch hier müsste ich dann ordentliche Schranken anbringen. Weil jetzt ist ja nicht nur sind hier nicht nur Rangierfahrten unterwegs, sondern auch Personenzüge, die recht schnell mit 100 km/h lang düsen. Und da hätte ich ganz gerne eine Schranke. Genau, hier steht das Depot. Da haben wir unsere Züge gekauft und das heißt, wir sind jetzt hier auch schon wieder am Ende der Mitfahrt, wenn wir hier im Bahnhof eingefahren sind. Jo, wir haben 23 Personen an Bord und hier stehen schon eine ganze Menge Leute wieder. Also die Strecke scheint sich zu lohnen, dass die Leute hier mitfahren. Das ist sehr schön. Das ist dann halt auch mal eine Direktverbindung nach Staffelberg von Henningsdorf. Super. Okay, so, dann hüpfen wir alle raus. Mal gucken, wie wir hier einsteigen. Das würde mich noch interessieren. Wir schauen uns den Zug nochmal an. Von der Seite auch 23 Personen fahren wieder mit zurück. Das ist sehr schön. So, und damit werden wir dich jetzt hier auch wieder losfahren lassen. Zack. Ich hoffe, das war der richtige, den wir hier. Das müsste der genau vor der Einfahrt in den Bahnhof sein. Sehr schön. Ja, sorry den zwei Fahrgästen, dass ihr einen Moment warten musstet. Aber wir mussten hier mal eine kleine Takt. Rate einbauen, dass die Züge nicht so dicht aufeinander hinterherfahren. Genau, jetzt haben wir sie ein bisschen verteilt. Das sieht gut aus. So, dann haben wir auch schon wieder 20 Fahrgäste, 23 Fahrgäste und viel Spaß auf der Linie. Okay, so, was machen wir heute? Wir haben jetzt eine Güterzuglinie, eine Personenzuglinie. Und ich würde sagen, wir werden hier nochmal von Staffelberg nach Exelhausen. Wo ist denn Exelhausen? Staffelberg ist dort. Wo haben wir Exelhausen? Exelhausen wäre hier hinten an dem Ende. Das wäre einmal hier entlang. Das würde heißen, wir könnten hier ein Stück Gleis mit benutzen. Zack, hätten hier vielleicht so ein bisschen Abkürzung. Ja, das wäre ganz gut. Wir würden hier rausgehen und würden dann hier die Gleise mit benutzen. Dass wir hier vor Cube City abbiegen und dann halt diese Gleise bis nach Exelhausen mitnutzen. Oh, hier haben wir den schönen Bahnhof, wo wir genau aufpassen müssen, welche Gleise wir hier ansteuern. Aber das wäre für mich jetzt mal so hier einen Bummelzug würde ich hier einsetzen. Ja, Bummelzug in Anführungsstriche. Aber zuvor schauen wir erstmal, ob wir den überhaupt im Depot haben. Bevor ich hier große Versprechungen mache. So, da ist er erstmal nicht bei. Hier ist er auch nicht bei. Hier ist er auch nicht bei. Wie sieht's aus? Ist er hier bei Diesel bei? Hier hat man den Stadler Wink. Hm, 140. Schafft er in der elektrischen Version auch 100? Ja, elektrisch schafft er auch 100. Aber den, den ich eigentlich haben möchte, der ist hier irgendwie nicht installiert. Also ich habe festgestellt, auf meiner Dostos, die gibt es nicht, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung dafür, vielleicht muss ich die Mods nochmal installieren, nochmal reinhauen, damit sie mir angezeigt werden. Also das finde ich nicht wirklich schön, muss ich ehrlich sagen, dass es hier so ein Krampf ist, dass es nicht passt.
Aber wir könnten rein theoretisch könnten wir dich auch hier als Dreiteiler darauf setzen, das passt auch. Oder wir nehmen hier mal so einen Sechsteiler, Dreiteiler, Vierteiler EDSW, das ist auch nur 140, du hast 162, go ahead. Dann nehmen wir dich dafür. Okay, gut, dann haben wir da einen Zug. Ich würde mal sagen, Staffelberg, hier gibt es ein zweites Gleis. Und den brauchen wir nicht, wir können ja das mitnutzen. Genau, wir können ja hier, wir haben ja noch einen zweiten Bahnsteig, den wir mitnutzen können, aber wir nutzen hier definitiv die Strecke mit. Und dann werden wir hier uns noch bevor die Brücke losgeht, werden wir uns hier ausgleisen sozusagen. Genau, dann lass uns hier mal rausgehen. Mit Geschwindigkeit natürlich. Dann schauen wir mal, wie hier die Gleise verlaufen. So gefällt mir das nicht. So sieht's auch kacke aus. Gucken wir mal, ob wir hier mit in ein bisschen was erreichen können. Dann machen wir das anders. Dann werde ich dich hier so ransetzen. Zack. Und dann geht's hier mal hoch. Irgendwie ganz spontan hier rum. Dann nehmen wir dich hier wieder weg. Ist ja einfach nur mal so. Upsala. Einmal Pause bitte. Sorry. Na, was baut er jetzt? Jetzt baut er totalen Müll. So. So schaut es gut aus. Dann gehen wir hier raus und setzen dich mal ganz spontan so ran. So, damit hätten wir hier ordentliches Tempo und du siehst doch ganz gut aus. Zack. So gefällt mir das. Achso, wir können hier mal wieder auf Play stellen. Läuft die ganze Sache immer wieder und dann werden wir hier mal zack mit Tempo wieder reingehen, was wir hier gleich anbauen sind die Signale, dass das hier gleich seine Ordnung hat. Zack, dann geht es hier mit Gleise weiter. Schwupp. So, dann hätte ich jetzt ganz gerne hier Paralleltracks. Na, lass uns das immer noch ein Stück so gerade ziehen, falls wir wirklich nachher irgendwelche Gütergleise da noch rausziehen, dass wir ein bisschen Platz haben. Genau, dann geht es für uns hier lang. Was machst du? Das machen wir so, dann machen wir immer Paralleltracks aus und wir werden dich mal hier einzeln mitnehmen. Oh, wir fährten ja eigentlich Girono. Uiuiuiui. Na, das gefällt mir nicht wirklich, dass wir hier die Strecke mitnutzen. Nee. Nee, müssen wir abbrechen. Gefällt mir so nicht. Möchte ich nicht, will ich nicht, weil den bremsen wir definitiv aus. Und das wäre nicht schön. Gut, damit hat sich der Weg hier lang erledigt. Wir reißen das Ganze mal ab. Also die Strecke kann man ja nicht benutzen, zumindest nicht den Großteil. Vielleicht, dass wir nachher damit einbiegen. Das kann man machen, aber definitiv nicht jetzt hier.
zack, 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 zack und zack. So, damit müssen wir uns hier mal einen anderen Absprung suchen. Dann würde ich ganz spontan sagen, wir gehen hier lang und werden hier durchfahren. Dann fahren wir hier ganz entspannt lang. Oh, so entspannt brauchen wir hier gar nicht lang fahren. Wir können eigentlich hier lang, hier, dass wir uns hier am Rand lang schlängeln. Genau. So machen wir das. Dann machen wir hier halt den Absprung, dass wir hier vorbei düsen. So schaut's aus. Gut. So, dann geht's hier lang. Mit ordentlich Schwung hätte ich da ganz gern. Jupp, weicher sieht gut aus, gefällt mir. Wo bist du? Da bist du. Hier haben wir unser zweites Gleis. Sehr schön. So, auch hier werden wir gleich die Signale setzen. Dass wir das hier gleich ordnungsgemäß haben. Dann geht es hier mit Paralleltricks weiter. Schalten wir mal ein. So, dann gehen wir hier am Güterbahnhof vorbei. So, rein theoretisch könnten wir das Stück hier mitnutzen, aber komm, lasst uns mal durch den Bahnhof fahren. Ich glaube, das ist ganz entspannt. Die Gleise lassen wir hier liegen, die wir gebaut haben. Die wir nicht brauchen. Zack. Dann gehen wir mal hier ran. Schwupp, dann geht's hier mit durch den Bahnhof. Zack. Parallel dazu. Dann sparen wir uns hier ein kleines Stück Strecke. Haben wir halt gemeinsames Gleis. Sehr schön. Signale machen wir dann. So, dann geht es hier weiter. Zack. Und hier würde ich dann auch tatsächlich vor diesem Bahnhof schon wieder ausfädeln wollen. Dass wir halt einfach sagen, wir gehen hier raus. Mit Schwung natürlich. Zack. Rein. Dann können wir hier mit Paralleltricks weiterarbeiten. Zack, so, dann haben wir jetzt hier mal so eine Route. Ja, im Prinzip an den eine Brücke möchte ich hier nicht haben. Lass uns das in kleinen Abschnitten bauen. So, da gibt es einen Bahnübergang. Wo müssen wir hin? Oh, wir müssen rumziehen mal so ein bisschen. Ups, warum haben wir hier nur, ach, der Bahnübergang hat hier wieder alles.
lahmgelegt, unsere Paralleltracks. Zack. Und hier geht es jetzt aber weiter. So, einmal bis dahin. Dann geht es hier wieder rüber. Gut, auch hier gibt es wieder keinen Paralleltrack. Zack, haben wir jetzt gelernt. Beim Bahnübergang funktioniert das nicht, zumindest nicht mit diesem Gleis. Genau, wir müssen hier noch ein Stück weiter rum. So, dann kommen wir nämlich hier auf eine Brücke. Yep, nehmen wir mal die zur Abwechslung. Zack. Auch hier funktioniert nichts mit Paralleltracks. Dann haben wir gesagt, geht's hier so vorbei. Und dass wir uns hier so am Berg lang schlängeln. Dass wir uns hier irgendwie der Sache dann annähern. So, ich werde mal das zweite Gleis hier nachziehen. Nicht, dass wir das vergessen. Zack. So, und hier können wir mal raus aus dem vorhandenen Gleis. So, wie schaut's aus? Das sieht gut aus. Zack. Dann geht's hier wieder rein. Genau dort. Sehr schön. So, dann sollten wir die hier aneinander hängen. Einmal so und einmal so, und dann sind wir schon da. Wir hätten hier die Zug- und Einfahrt nach Exelhausen. Hier haben wir einen Bahnsteig, den wir definitiv nutzen können. Den werden wir auch nutzen. Und von daher werden wir hier mal gleich an die Signalisierung rangehen. Du kannst stehen bleiben. Da steigen wir eins hin, da steigen wir eins hin. Und dann gibt es hier einen Rückweg. Zack, 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 zack. Das Ganze funktioniert bis hierher. Sehr schön. Und hier gibt es den Rückweg. Auch hier hat das funktioniert. Bis zum Ende. Das sieht gut aus. So, dich würde ich hier wegnehmen. Genau, da ein Einfahrtsgleis. Hier müssten wir dann noch für unseren. So, welche Gleise haben wir denn hier belegt? Lasst mich mal gucken. Wir hätten dies. Also wir haben die beiden inneren Gleise, haben wir zur Verfügung. Das würde heißen, wir wechseln hier auf ein Gleis, müssten aber von hier aus nochmal rüber wechseln. Genau. Dass wir hier einparken können. So schaut's aus. Dann gibt es hier ein Signal für dich. Und ja, Ausfahrtssignal lassen wir jetzt mal. Weil hier haben wir die Einfahrt. Und da haben wir jeweils die Ausfahrt. Das passt. Ich
Ich stelle mal probehalber hier eins hin. So, damit hätten wir hier Signale zu stehen, haben wir gesagt, das haut hin. Hier müssen wir dann nochmal eins an dieser Stelle setzen. Dich können wir dafür wegnehmen. Und dann geht es hier fleißig weiter bis zum Abzweig. Da würde ich hier eins hinsetzen, da kommt dann da eins hin und hier haben wir ein Einfahrtssignal und dich würde ich dann hier an der Stelle mal entfernen, das passt. So, dann geht es hier hinten mit einer ganz lockeren Signalisierung, einmal da lang, einmal da lang. Dann sind wir hier. Dann stellen wir dort eins hin, hier passt es schon. Und hier haben wir die Einfahrt. Genau, das sieht gut aus. So, dann lasst uns mal noch die Linie machen. Eine neue Linie. Und zwar ist das die Rex 3. Das ist Staffelberg nach Exelhausen. Zack. So, auch du wirst wieder in Blau eingetüncht. Und wir starten hier in Staffelberg natürlich und fahren dann nach Exelhausen. Da bist du. Zack. So, das habe ich mir fast gedacht, dass du hier nicht den Bahnhof nimmst, den ich mir vorgestellt habe. Und zwar, ich hätte gerne den. Und damit passt das Ganze. Sehr schön. Gut, ein Depot brauchen wir. Also, wir haben hier eins. Mal schauen wir mal, ob wir hier ein Gleis rüber bekommen. Ich glaube, das sollte irgendwie funktionieren. Zack, zack, also müssen von hier irgendwie hier rüber und da ran. Das passt erstmal darüber und dann da ran. Zack. Sehr schön. So, dann gibt es hier ein Zwergi hin. Zack, für die Einfahrt. Perfekt. So, dann werden wir das hier mal ein bisschen regeln mit den Einfahrten, mit den Fahrzeugen. Also, wir kaufen uns erstmal, was haben wir gesagt? Wir nehmen ein Flirt, nehmen wir. Dann wollte ich dich hier nehmen. Nee, halt, dich wollte ich nicht nehmen. Dich wollte ich nehmen. Du bist relativ zügig unterwegs mit 162. Die hätte ich schon ganz gerne. Ich hoffe, die Wagen sind wirklich alle gelb. Nur, dass die Vorschau hier so ist. So, und wir brauchen hier was? Eins, zwei Züge, haben wir gesagt. Na, das geht ja. Zack, zack. RE3, Staffelberg, Exelhausen. So, Henningsdorf, Ölquelle 3 ist entstanden. Sehr schön. Also gibt es da auch definitiv mehr Öl, wenn wir es benötigen. So, da ist er, unser schöner Flirt im Bewegdesign als Fünfteiler. Zack, und dann nehmen wir raus mit dir. Eins, und dann gibt es noch einen Kollegen. So, du hast Einfahrt. Wir schauen mal, wie weit er hier in den Bahnhof reinragt oder raussteht, je nachdem. Zack, du würdest da anhalten und ich werde dich mal nehmen und hier mal kurz nochmal abbremsen. Genau, du passt hier richtig gut in den Bahnhof. Boah, na, ist perfekt, da passt ja fast eine Doppeltraktion rein. Also da könnte man ja sogar noch einen, wenn es nötig wird, dass man halt die Sachen hier verlängert. Wenn wir so ein hohes Passagieraufkommen haben,
Definitiv. So, dann können wir auch dich hier mal wieder noch nicht fahren lassen. Wir werden hier erstmal auf Power-Modus stellen, dass du mal ein bisschen Abstand gewinnst. So, ich muss mal gucken, dass ich dich hier fange. Zack. So, dann schiebe ich dich mal dorthin. Und wir werden uns mal zu diesem Fahrzeug begeben. Genau, wir lassen den mal hier mit vollem Speed durchfahren. Ich erkläre auch gleich warum. Jo, den lassen wir bis kurz vor Staffelberg fahren. Hier Exelhausen, dass wir einen ordentlichen Abstand zwischen den beiden Zügen haben. Dass sie halt nicht beide hintereinander herfahren. Und dann stellen wir gleich wieder auf normale Geschwindigkeit und dann lasse ich euch mit der Einfahrt in den Bahnhof und diesen Flirt alleine, weil dann ist die Folge leider schon wieder um. Und wir würden uns dann auch hoffentlich das nächste Mal sehen, aber noch ist es nicht so weit. Oh, wir haben hier 70 Personen, haben wir einmal hier dran, das ist gut. So, da geht's rein. Durchfahrt durch den Güterbahnhof. Das haben wir so auch noch nicht gemacht. Passt halt. So, dann würde ich jetzt hier einfach mal gleich auf normale Lautstärke, nein, normale Geschwindigkeit stellen natürlich. So, da ist es. Dann gehst du hier raus. Dich stellen wir auf Play. Und ich sag tschüss. Halt meine Klappe. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gesund. Euer XLK. Bye bye.